Moin und willkommen zurück zur Playlist von Wild West Dynasty. Das hier ist die erste Folge. Wir fangen auch direkt mit dem neuen Game an. Falls ihr irgendwelche Randdaten zum Spiel wollt, das findet in meiner Pilotfolge in Folge 0 statt. Alle wichtigen Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, wie man das eben so macht. So, und deswegen stopp, ich muss kurz unterbrechen. Es gibt ja ein Problem, und zwar in der Sequenz, die ihr sehen werdet. Da ist leider lizenzierte Musik drauf, das wusste ich vorher nicht. Heißt, ich habe da einen nicht unerheblichen Aufwand betrieben, um meine eigene Musik drunter zu legen, und habe das Ganze irgendwie so ein bisschen nachgekaspert. Ich habe natürlich bei weitem nicht so eine gute Stimme und so ein Talent, um das Ganze cool und westernmäßig rüberzubringen. Dazu habe ich dann eine einfache Textübersetzung irgendwie mit dazu gebracht. Ja, es geht leider nicht anders, wie gesagt, wenn ich das Video bzw. wenn ich die Videosequenz so hochlade, dann macht mir da YouTube bzw. irgendwelche Lizenzen, machen mir dann einen Strich durch die Rechnung. Es kam zwar so dann in meinen Account reingeflattert, von wegen der Lizenzbesitzer erlaubt diese Verwendung. Ich kann mich da aber nicht drauf verlassen, weil ich bin nur ein Mensch. Ich habe keine Crew und kein Team hinter mir, die das für mich erledigen oder die da sich entsprechend richtig auskennen. Deswegen meine einfachste und pragmatischste Lösung: Ich schneide sämtliche Musik in der gesamten Playlist immer dauerhaft weg. So. Oder drehe da mein eigenes Ding zu. Also, ja, ich sag mal, wenn ihr die richtige Atmosphäre dazu auffangen wollt, werdet ihr leider dazu gezwungen sein, so ein bisschen zu versuchen, diese Demo selber zu spielen, beziehungsweise das Spiel dann selber zu spielen. Wir beschäftigen uns ja jetzt damit, da kann man ja sehen, ob das vielleicht was für euch ist oder nicht. Wie gesagt, ja, Musik und YouTube ist so eine Geschichte für sich. Als mal wieder bemerkt. Gut, weiter geht's. When we travel together for weeks and months, you get to know the people you travel with. Makes you grow closer. Makes you suspicious even of those meant to guide you. Especially of those meant to guide you. Hey, stop! Where are you going? Traitor. Damn. Had a bad feeling about you from the start. Where did you go? Why now? Is this an ambush? Are you giving back up? Or are you just letting the storm do your dirty work for you? Shit. Shit. Wupp, so, okay, dann... Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Uiuiuiui. Okay, ich hätte jetzt erwartet, in eine doch recht warme, ansprechende Landschaft zu tauchen. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall, sondern wir starten erstmal irgendwo im fiesen, miesen Winter. So, das heißt, es sieht wohl so aus, als wäre unsere Karawane ein wenig betrogen worden von irgendeinem Arsch. Stone Deposit, okay. Und irgendwie, ich nehme mal an, uns ist ein wenig kalt. Genau, uns ist sogar ein wenig sehr kalt. Und ja, was haben wir hier? Besonders guter Zustand sind wir jetzt nicht.
Durst haben wir keinen, aber Hunger gibt's. Also Hunger gibt's sogar eine ganze Menge. Ansonsten hier Lebensenergie, ja, ist gerade auf 25% runter. Ist jetzt nicht so besonders toll, würde ich mal sagen. Ansonsten tatsächlich. Ja, es läuft schon. Nach einer kurzen Ladezeit oder einer kurzen Ladezeit, bei der man sich wirklich gedulden muss, läuft es schon ganz gut flüssig. Auch wenn ich mir jetzt diese ganzen Schneeeffekte jetzt anschaue, ist schon ziemlich geil. Also gerade läuft es ganz gut. Oh, B ist Build. Das ist sehr eingängig, muss ich sagen. Okay. B ist Build. Was haben wir denn da? I ist Inventory. Okay, Crafting. Was soll ich jetzt? Bum, 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 bum. Ich glaube, sowas wie ein Campfire wäre. A light in the darkness. Approach the fire. Approach the fire. Okay, warte mal. Dann machen wir mit. Mit Escape macht man das auch wieder zu sehr gut. Approach the fire. A light in the darkness. Genau. Es steht wunderbarerweise oben links, genauso wie in Medieval Dynasty, dran, was ich hier machen muss. Das Interface erinnert gerade entfernt so ein bisschen an Skyrim. Es ist alles so etwas eckig und geregelt gehalten. Finde ich eigentlich ganz gut. Also gerade komme ich spontan damit überall klar. Ich glaube, wir approachen mal besser the fire, bevor wir gleich hier komplett abfrieren. I need more sticks. I need more sticks. Das alleine wäre nichts Neues. Wo möchte ich denn? Fire is life. Das ist okay. Pick up. Sticks and stones allow you to create the first basic tools. To create a tool, press B, bring up a build, craft, radial, manual. Das hatten wir gerade eben. Also heißt einfach nur, man soll mit Stöcken und Steinen macht man seine Basiswerkzeuge. Drückst du B, kannst du das machen. So, gut. Also dann kann ich mir das einfach so schwupp, schwupp, schwupp. Ach ja, genau. Kurz hintereinander E drücken, dann geht das so. Okay, mit B kann ich Build und dann Crafting Furniture Close. Okay, ach so, das ist der Close-Buff hier sogar. Das habe ich jetzt funktioniert bei mir auf Escape genauso. Build, Craft, Camp, City, Production, Fence. Okay. Das Ganze wird wohl ein kleines bisschen komplizierter gesehen. Okay. Man kommt also von einem Construction Wheel, von einem runden Menü in das nächste runde Menü rein. Okay. Recipe not unlocked. Recipe not unlocked. Okay. Offensichtlich muss man das Recipe unlocken. Add sticks to the fire. Dann nehmen wir Sticks to Fire. E ist Interact, F ist Analyse. Oh, erstmal F Analyze. Blablabla. Rotate Object to Analyze. Ach so, oh geil, damit kann ich das einfach so angucken. Das ist nicht schlecht. Recipe Unknown. Recipe Unknown. Das wird sich wahrscheinlich gleich klären, würde ich mal schätzen, irgendwie, weil so gerade kann man ja gar nichts. Rotate an object to analyze it and unlock more information about it. Use a mouse or arrow keys to rotate the object. Lululululul. Ach geil. Ach, warte mal. Ich kann etwas angucken und wenn ich das dann Name discovered, Recipe unlocked, Campfire. Ach, das sind so Schlauigkeitspunkte, die hier drin versteckt sind und mit den Schlauigkeitspunkten darf ich jetzt das Feuer auch selber machen? Das heißt, fully analyzed. Hervorragend. Gerade habe ich noch gesagt, das wird sich mit Sicherheit gleich zeigen. Es hat sich gezeigt. Okay. Das heißt, es ist ein wenig unorthodox, dass man sich so irgendwelche Rezepte aneignet. Aber das bedeutet eigentlich nur, dass man sich nur die Welt angucken braucht in Ruhe und dabei dann alles irgendwie hinkriegt. Also sehe ich jetzt erstmal nicht das Problem. Interact, genau. Was? Light, Rekindle oder Cook? Nein, Rekindle. Recipe unlocked Torch. Interact. Kann ich noch mal irgendwas rekindeln? Warte mal kurz. I ist Inventory. Nee, Equipment. Will ich nicht. Was habe ich hier sonst? Ressourcen, Food. Augenblick, Mikrofon. So, man muss dazu sagen, ich habe ein neues Mikrofon, an das muss ich mich erst noch gewöhnen. Ich habe zwar die ersten, die, die
die ersten Aufnahmen von U-Boot jetzt schon damit gemacht, aber das ist immer noch so ein bisschen... Muss immer noch ganz gucken. Skills, Journal, okay, das glaube ich, das werde ich irgendwann mal später gucken. Erstmal Equipment, Weapons and Tools, was haben wir hier? Stick, Condition, Super Amount 1, Preis 1,33, okay, also eigentlich so gut wie gar nichts. Also ein Stock haben wir jetzt noch. Ja, gut, von mir aus. Interaction. Ach so, er fügt immer 5 Stöcke automatisch hinzu. Okay. Craft a Torch. Craft a Torch. Ich werde sehr gerne eine Torch craften. Was? Crafting Tools. Wo haben wir? Torch. 2 Stöcke braucht man für eine einfache Torch. Okay. 2 Stöcke für eine einfache. Hier wird ja wohl noch irgendwo ein Knüppelchen rumliegen, oder? Oder wie sieht das aus? Genau so. Ich will hier erstmal alles haben, ne? Das ist ja schon mal klar. Mehr. Ding, 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 ding. Ja, das sieht alles wunderschön aus, aber, meine Freunde. Ich hoffe, dass ich gleich nicht irgendwie verhungere oder so. Jo. Einfach nur, weil man ja jetzt gerade ein bisschen rumlabert und sich alles anguckt. Und die Zeit im Spiel läuft ja weiter. Crafting, schwupp, so. Plus 10 Tech XP. Okay, offensichtlich gibt es Tech XP, eventuell sogar auch mehrere Arten von XP. Check the well for water and drink. Also, wir überprüfen den Brunnen für Wasser und Getränke oder generell für hier. Alles, was man sich so in den Hals schütten kann. Interact with well. Drink. Drink. You can use your full survival sense. MMB. Middle mouse button. Oder? To highlight important nearby objects. Escape the close. Okay. Ah, mittel. Also drück auf das Rad und alles ist toll. Alles klar. Drück auf das Rad und alles ist toll. Das ist in Medieval Dynasty war das die Alt-Taste, was auch die ganze Zeit irgendwie Ausdauer gekostet hat, was am Ende ein bisschen nervig war. Aber warte, Canteen full, pick up. Canteen. Nice, nice, nice. Was ist hier? Stone. Jetzt bin ich stoned. Nein, bin ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So. Steine. Erstmal sammelt man Stöcke und Steine und dann möchte ich... Bitte hoffentlich irgendwas zu futtern kriegen irgendwo. Search the runes for food. Ich searche the runes for food. Genau, genau das wäre jetzt mein nächstes Ding gewesen. Weil wir sind so langsam ein bisschen am Ende unseres Weges angekommen. Weil es hier auch ein Stück... Warte mal, da vorne. Interact. Raw meat. Warte mal. Confirm. Cracker. Moment, ich verstehe gerade nicht so. Confirm. Wie kann ich den Amount erhöhen? Ach so, indem man diesen kleinen Pfeil zusammenzieht. Alles klar. Herr Meat. Jetzt habe ich gerade vergessen, was Herr ist. Can of Beans. Genau, Speck und dicke Bohnen. Super. Oh, er fängt schon leicht an zu frieren. Warte mal, wir stellen ihn mal lieber wieder ans Feuer, bevor er uns gleich aus den Schuhen kippt. Wäre ja ein bisschen suboptimal. Batabada. Eat something from your inventory. Von Herzen gern. So, Futter, was haben wir denn jetzt gerade aufgesammelt? Cracker. Wahrscheinlich nicht besonders viel, aber kann man das irgendwie... eat. Yum. So. Das sind aber noch mehr Cracker. Yum. Oh, die bringen tatsächlich auch ein bisschen die Cracker. Wo kann ich sehen, was die bringen? Drop, place, switch, Kategorie? Nein. Okay, John Ryder. Klingt ein bisschen wie Briscoe Schneider, nur auf Western.
Schön. Okay, Condition 100. Hunger 6 kriegt man dadurch. Okay, a cracker made from dried bread. Perfect for long trips. Doesn't spoil. Oh, doesn't spoil heißt, man kann das immer machen. Irgendwie so ein bisschen. Sehr schön. Prepare for the night. Find planks. Also bereite dich auf die Nacht vor. Finde ein paar Planken. So Holzbretter, Gedöns, hier liegt hier eine ganze Menge an Schrott rum. Das scheint ja alles Mögliche hier rumzuliegen, weil das ja irgendwie so eine zerdamagte Bude ist irgendwie. Beziehungsweise eine, naja, aufgegebene, was weiß ich, Goldgräberstadt oder sonst irgendwas. Würde mich ja nicht wundern. Ho! Oh, hi. With a hoe in a hand, you can create a field. Okay, also mit einer Hacke kannst du ein Field hier... Ja, ihr Bauernfeld oder was, ne? So ein, genau, landwirtschaftliches Feld aufbauen. Nach Auswahl der Größe des Feldes kann man den Grund eben bearbeiten, einsehen, das Feld urbar machen, bewässern, was weiß ich nicht alles. Okay, also erstmal ein verhältnismäßig wichtiges Werkzeug. Das gab es auch in Medieval Dynasty natürlich. Also es geht natürlich auch um einen Teil Landwirtschaft, um sich selber irgendwie zu versorgen. Also die erstmal find and analyze a hammer. So, ein Hammer, den hatte ich doch vorne irgendwo gesehen, ne? Weiter vorne. Aber hier ist möglicherweise... Warte mal. Was ist das? Das ist noch eine Stone Axe. Die behalten wir mal im Auge, eine Stone Axe. Vielleicht gibt uns das Spiel gleich noch die Gelegenheit. Finde eine Stone Axe oder irgendwie so ein Scheiß. Und dann wissen wir schon, wo eine Stone Axe ist. Mal so ein bisschen. Ey. Warte mal. Mir gefällt das gerade nicht, dass er so am Frieren ist. Wir gehen mal besser wieder zum Feuer zurück. Da ist auch gerade irgendwie so ein Stück am Rumpeln, glaube ich. Dem Arm geht es jetzt nicht so besonders gut. Genau. Warte mal, hier war der Hammer, ne? Genau, das ist der Hammer. Wooden Hammer. We have to find shelter. Find the damaged walls. Okay. And analyze a hammer. Genau, wir wollen den ja zuerst noch analysieren. Es hieß ja, kann man den irgendwie analysieren? Wie kann ich ihn analysieren? Noch. Oder habe ich das jetzt gerade vergessen? Mit Rechtsklick geht es nicht. Switch Category. Ein F Analyze. Da steht's. Alles klar. Ich habe das gerade nur mit dem Klicken falsch gemacht. Also, das ist also ein Holzhammer. So sieht er aus. Crafting unknown. Crafting is discovered. Handcrafting. Jawohl. Ist die Hausordnung halt aus Holz, grob, massig, super. Stick, Stone. Okay, das ist genauso einfach wie hilfreich. Okay, sehr schön, sehr schön. Muss ich sonst noch irgendwas analysieren? Ach, warte, Name. Name ist Wooden Hammer, genau. Item fully analyzed. Okay, das mit dem Analysieren gefällt mir. Das mit dem Analysieren ist ganz gut. So, find the damaged walls. Erstmal schauen, wo finden wir denn hier? Eins ist diese Ho, ne? Die machen wir mal weg. Wir nehmen mal den Hammer. Ach, warte mal, auf 87 sehe ich das mit den Dings hier richtig? Also die Symbole hier unten, wenn das Knarren sein sollen, die sind ein bisschen klein, die Symbole. Die könnten ruhig ein Stück größer sein. Ansonsten 1 bis 6 scheint jetzt irgendwie frei verfügbar zu sein. Dann nimmst du mir mal... Kann ich dich jetzt auf die 6 stecken? Ja, genau, ich kann dich auf die 6 stecken. Einfach das Item anklicken und auf die 6 drücken, dann sortiert dir das ein. 6... 6, weil 6 ist immer gut. 7 ist zwar besser, aber 6 ist immer gut. So. Ich bin so sexy, ich fühle mich fast schon siebi. Gute Buildcraft. Ich soll jetzt die... Was soll das jetzt heißen? Find the damaged walls. Die kaputten Wände. In die kaputten Wände. Warte mal, B. Nee. Bam, 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 bam. Campfire. Moment. Ist gerade so ein kleines bisschen. Warte mal, ich glaube. Wenn wir mal den Cracker nochmal reinhauen hier. Das crackert ganz schön. So.
Und Hermit, ich glaube, ich möchte auch mal versuchen, kochen. Kochen, genau so. Kann ich damit kochen? Irgendwie. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das mit dem Kochen funktioniert. Ich will ganz ehrlich hoffen, dass das Spiel einem Zeit gibt, alles so ein bisschen zu gucken und auszukundschaften. Anbei, es wäre sinnvoll, wenn man am Anfang zum Beispiel das mit Hunger, Durst, Schlafen so ein bisschen abschalten würde, bis man das HUD kennengelernt hat. Weil gerade ist das echt eine Herausforderung, so ein bisschen. So, take all. Sonst noch irgendwas, was mir hier verdächtig vorkommen soll. Ne, das sieht verdächtig uninteressant aus erstmal, ne? So. Ansonsten, find the damage walls. Interact. Take all, ja, so. Warte mal, warte mal. Bim, 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 bim. Torch. E, equip Torch. Jetzt müsste ich auf 1. Ja, auf 1 macht er die. Die ist aber hell, die Torch. Da sieht man sehr wenig mit der Torch. Okay. Vielleicht brauche ich eine vernünftige Lampe außer eine Torch, aber ich verstehe gerade nicht so ganz. Wo? Find the damage walls. Welche damage walls? Ach, genau. Oder meint ihr damit hier diese Dinger hier? Somebody has already started repairing this. Somebody has already started. Ach, diese meinte da. Okay, da bin ich aber gerade ein Stück dran vorbeigelaufen, ne? Mein Freund, mein Freund. So. Wir wärmen uns gerade erstmal ein bisschen auf, weil er ist ja schon ein Arsch am Frieren hier. Ja, mit Girl, so. Das hat die beschissenste Situation überhaupt, wenn man hier in genau so einem komischen Dorf zurückgelassen wird. So, 6 Planken. Simple House. Ach so, ich kann das jetzt so draufhauen, gleich reparieren. Okay. Okay. Has already started repairing this. Das heißt, jemand ist schon hier gewesen und versucht, das Ganze mal wieder zusammenzuschustern irgendwie. Puff, 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 puff. Enter the house. I'm so tired. Open journal to see. Was? Enter the house, go to sleep. Genau. Ach so, ich kann direkt pennen. Simple bed interact. Okay. Das sieht so aus, als wäre das nun erstmal sowas wie ein Shelter dann. Okay. Campfire light rekindle. Ja, genug Sticks haben wir ja eigentlich. Insofern ist es ja eigentlich ganz okay. So. Light rekindle. Ich will das leiten oder rekindeln. Wenn ich das jetzt ausmache, dann ist hier ein kleines Feuerchen drin. Oh, das ist aber schön. Oh, das ist aber schön. Ach, wie süß. Gut, hervorragend. Aber das Problem ist, wir haben ja auch irgendwie Zeug drin. Broken Colt. Broken. Das ist jetzt nicht so das, was ich hören will, wenn ich an einen Colt denke, um ehrlich zu sein. Dann will ich eigentlich hören, ja, machen wir so. Will ich dann hören. So, eat. Bohnen. Bohnen. Oh, die Bohnen bringen aber wenig. Leute, die Bohnen bringen aber wenig. Wie viele Dosen an Bohnen muss ich mir dann da reinpfeifen? So, was haben wir da? Temperatur. Ich weiß nicht, was bedeutet dieser Pfeil bei Temperatur? Das kann ich gerade nicht identifizieren. Der Blitz, das ist natürlich Ausdauer, ne? Er hier.
Keule, die ist da natürlich Dings, so Interact Bad, okay. Mal schauen, was jetzt hier so abgeht. I should wait until evening. Go to sleep, leave the house. Leave the house, okay. Ich liebe das Haus. Hallo. Hallo. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Boah, was ist das denn für ein Gringo? Da hinten sitzt jemand im Gebüsch. Jemand im Gebüsch. Okay, es geht direkt weiter. Das ist erstmal ganz nice. Das Campfeuer, ist das noch an? Nee, das sieht mir nur so qualmend aus. Approach the strange woman. Ja, werde ich sofort machen, aber zuerst... Ihr wisst, wie das ist. Zuerst schauen wir uns mal um, ob hier nicht noch ein bisschen Holz rumliegt, um das Feuer zu relighten, weil... Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass das mit der Wärme möglicherweise ein Problem sein könnte. So auf Dauer. Stick, 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 stick. Und wir wissen es ja in jedem Survival-Spiel. Es fängt immer damit an, dass man Stöcke und Steine sammelt. So, und davon abgesehen, schön sieht's aus. So, muss ich mal sagen, es sieht schön aus. Es sieht echt wunderbar aus. So, glaube aber... Das mit der die Frau anzusprechen, werde ich, glaube ich, in der nächsten Folge machen. Der erste Start hat für mich erstmal ganz gut geklappt. Ich finde die Steuerung, ja, zum Thema Steuerung, wenn man so etwas schon einmal gemacht hat, so, dann ist es gut, würde ich sagen. Es ist so akzeptabel. Einige der Steuerelemente sind zu klein. Tatsächlich. Man darf ja so davon ausgehen, dass nicht jeder auf einer riesen Bilderplatte spielt, sondern einige von uns haben ja auch einen normalen Bildschirm, und wenn der Pfeil dann so mega, mega klein ist, dann wird das ein Problem, offensichtlich. Oh, a careless settler is a dead settler. Sie heißt offensichtlich Eule. Okay, das wollte ich jetzt gerade eigentlich gar nicht, pass auf. Da mache ich hier einen kurzen Cut. Wir sehen uns in der zweiten Folge wieder. Die mache ich jetzt direkt im Anschluss, hier ist klar. Und da werden wir mal sehen, wo uns das alles noch hinführt. Also, offensichtlich haben wir den Verrat unseres Mitreisenden gerade überlebt. Haben uns in irgendeiner armseligen, halb verlassenen Goldgräber, was weiß ich, statt in irgendeiner was bedient. So. Und ja, mal gucken, was jetzt hier noch so rumliegt. Wir sammeln einfach alles ein, schleppen alles ab, was wir so irgendwie kriegen können. Und mal schauen, ob wir vielleicht noch mal irgendwie den Colt reparieren können. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch einen absolut herrlichen Abend. Bleibt mal toll, empfiehlt mich weiter. Fragen, Tipps und Anregungen geht immer runter in die Kommentare. Mein üblicher Spruch. Vielen Dank. Bis demnächst. Tschüss.